Na? Teil 2 von der Side Story Respekt, würde ich sagen, ne? Aber erstmal wollen wir nochmal hier reingucken, was in den Mails so drin ist. Fangen wir hier an, bei der ersten, ne? Schönes Wochenende. Ich habe den Rest der Woche Urlaub. Wenn du Serverzeit buchen willst, melde dich bei Ravi. Aber meine Jobs werden sicher ein paar Tage laufen, weil wir diese Woche so viele Daten gesammelt haben. Wie wäre es mit einem Treffen, wenn ich wieder da bin, damit wir die Ergebnisse besprechen können? Leitender Programmierer, der Eve. Der oder die Eve. Das ist echt komisch, aber die kommen hier auch neu rein, ne? Das ist hier neu reingekommen, Charakterdiskrepanz. Kenne ich auch nicht. Ich habe jetzt die Kontrollsimulation eine Weile laufen lassen und es zeigt sich, dass ein bestimmter Charakter fehlt. Er wird nicht erwähnt und taucht nicht auf. Mal ins Blaue spekuliert, könnte Monikas Einmischung weniger ungeschickt sein, als wir dachten. Sie hätte diesen Charakter nämlich selbst erschaffen müssen, um eine Interaktion zwischen ihr und dem User zu erzwingen. Hat der Charakter vielleicht deswegen nur so begrenzte und dissonante Eigenschaften? Oder interpretiere ich da zu viel hinein? Ich mache da mal einen Bug auf, damit wir Informationen und Beobachtungen zu der Anomalie sammeln können, dass dieser Charakter auftaucht. Ist das Sayori? Dieser Charakter? Dass ein bestimmter Charakter fehlt. Ja, irgendwann fehlt sie aus dem Spiel. Und wird nicht erwähnt, taucht nicht auf. Und sie wissen offenbar, das wurde in der Mail vorher, die wissen offenbar, dass Monika Zugangsberechtigung hat, dass sie irgendwie sich ihrer selbst bewusst ist. Das wäre verrückt. Machen die das so, lassen die es einfach so kontrolliert laufen und wollen einfach sehen, was macht so eine bewusste Person, was macht so ein bewusster Charakter, der eigentlich virtuell ist, mit so einer Umgebung, die eingesetzt wurde, oder was ist das? Okay, wer von euch hat diesen Twitter-Konto für Monika angelegt? Ich finde es saukomisch, aber sagt bloß Paula nichts davon. Es würde sofort 404-isiert werden, gelöscht werden. Postet ihr die Tweets manuell oder habt ihr irgendwie eine Pass-Through-Layer programmiert, um das zu automatisieren? Den Inhalten der Tweets nach, also keine Hilfe rufen, gehe ich davon aus, dass die aus der Kontrollsimulation kommen. Also, die sind hier schon, dieses Team, ne, von Metaverse Enterprise, die wissen also schon um Monikas Existenz, dass sie bewusst ist und so, und haben sie hier als eine Art Experiment. Kann das sein? So verstehe ich das jetzt. Und dieser Twitter-Account von Monika, ja, der ist super. Das erwähnt sie auch irgendwann, sie im Endgame, in diesem Klassenzimmer, da redet sie ja unendlich mit einem und dann erwähnt sie auch kurz diesen Twitter-Account. Gut. Nichtsdestotrotz, wir sind hier für Respekt Teil 2 und da legen wir jetzt direkt los. Nach 3 Minuten. So ein Mist, warum verhält sich Monika nur so dämlich? Achso, jetzt ist dieses Sayori-Natsuki-Ding wahrscheinlich, ne? Sie sollte dankbarer darüber sein, dass ich überhaupt in ihren blöden Club eingetreten bin. Es ist ja nicht so, dass sie von Mitgliedsanfragen überhäuft wird. Normalerweise ist Monika echt nett. Es liegt ihr sehr am Herzen, dass alle im Club glücklich sind. Ja, genau. Tja, normalerweise. Vielleicht, wenn sie gerade nicht damit beschäftigt ist, so extrem abwertend zu sein. Ich mag Mangas halt. Na und? Warum kann das nicht mal jemand akzeptieren, statt deswegen so herablassend zu sein? Ah, stimmt, das ist auch so ein Problem von Natsuki, ne? Sie stößt jetzt nicht nur in diesem Club auf Ablehnung, in Anführungszeichen, und so ein bisschen Abwertung, sondern sonst ja auch, ne? Sie hat ja davon berichtet, dass in ihrem Freundeskreis ist es eher schwierig zu sagen, oh, ich mag Manga. Ich akzeptiere das. Ich finde es niedlich. Ach komm schon, das ist jetzt auch herablassend. Das stimmt. Tut mir leid, so habe ich das nicht gemeint. Ich wollte dich nur unterstützen. Natsuki seufzt. Ich weiß, danke. Es ist nur echt blöd. Willst du, dass ich mit Monika rede? Ich weiß nicht. Sie wird ja kaum ihre Meinung über mich ändern. Selbst wenn es dir gelingt, sie davon zu überzeugen, mich in Ruhe zu lassen, würde das auch nicht dazu führen, dass ich mich plötzlich im Club willkommen fühle. Ich sollte mir einfach einen anderen Club suchen. Warte, das musst du nicht tun. Wir finden bestimmt eine Lösung. Bitte? Ich bin doch schließlich die Vizepräsidentin. Zumindest glaube ich das. Und ich will nicht, dass du gehst. Jeder hat es verdient, sich willkommen zu fühlen und glücklich zu sein. Also, ich will das erreichen. Für dich. Sie ist eine gute Vizepräsidentin, muss man sagen. Sie hat den Job ja so nur eigentlich nur so random bekommen, aber... Doch, das passt. Ich frage mich... Warum hast du dich dazu entschlossen, in den Literaturclub einzutreten? Tja, Natsuki zögert, um ein bisschen Safe Space zu haben, um Kontakt mit anderen
eventuell Gleichgesinnten zu kommen, netten Leuten, weil sie ja zu Hause, da trifft sie ja nur auf, ich weiß nicht, was da zu Hause ist, auf jeden Fall dieser Vater, dieser ganz furchtbare Vater, und sonst in ihren Freundeskreis, in Anführungszeichen, scheint sie auch so ein bisschen auf Ablehnung zu stoßen. Das ist irgendwie dämlich. Ach, sag doch sowas nicht. Es gibt keinen dämlichen Grund, wenn jeder willkommen ist. Ich war nicht willkommen. Mir aber schon. Also, du sagst es aber niemandem, okay? Oh, ich muss niesen. Ja, Hilfe. Okay. Das sagt dir bitte auch niemanden. Ganz besonders nicht Monika. Versprochen. Natsuki seufzt. Ich bin es einfach leid, dass alle dauernd über mich urteilen. Ich kann mich nicht an die Dinge erfreuen, auf die ich stehe, ohne dass die Leute abfällige Kommentare darüber machen. Es ist zwar nicht so, dass es mich interessiert, was andere denken, aber auf den Postern für den Literaturclub stand, dass man einfach man selbst sein kann oder so ähnlich. Daher dachte ich mir, dass ich es ja zumindest mal versuchen könnte. Aber anscheinend war das eine Lüge. Natsuki stößt niedergeschlagen mit ihrer Schuhspitze gegen die Wand. Oh, und ich schreibe auch total gern. Ernsthaft? Warum hast du da nicht zu Monika gesagt? Darum! Sie war so voreingenommen, dass ich ihr nicht einfach nach dem Mund reden wollte. Diese Genugtuung wollte ich ihr nicht geben. Und wenn sie von meiner Liebe für das Schreiben erfahren hätte, dann würde sie genau wie all die anderen versuchen, mir die Mangas auszureden, damit ich mich reiferen Sachen widme. Die beiden sagen für eine Weile nichts. Also das ist echt ein tiefer Konflikt, in dem Natsuki da steckt. Sie tut mir ein bisschen leid. Aber ich kenne das gar nicht. Das ist so... Also beim Manga zum Beispiel, dass das so hart ist. Also so schwierig, ja. Von so Mainstream, von normalen Leuten in Anführungszeichen. Da wird man so ein bisschen, ja, beäugt und denkt sich, und die denken sich so, hä, was, Manga? Was ist das denn für ein Kinderzeugs? Aber man hat ja trotzdem so seine Communities. Okay, da gibt's auch den Anime-Club, ne? Aber da sagt sie, das ist alles voller komischer Typen. Kann ich auch verstehen. Sayuri ist es klar, dass Natsuki unmöglich in den Clubraum zurückkehren kann. Zumindest für heute. Aber Natsuki wollte aus einem guten Grund dem Club beitreten. Genau wie die anderen auch. Es ist Teil der Clubvision, dass sich jeder willkommen fühlt. Dass sie sich willkommen fühlt. Du verdienst es genauso sehr wie alle anderen, dich auszudrücken. Dafür gibt es doch schließlich den Club. Also, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um das wieder gerade zu biegen. Versprochen! Oh. Jetzt ist Sayuri dran. Die macht das wieder, die rockt das Ding jetzt. Am nächsten Tag zur Mittagszeit. In der Cafeteria und auf den Gängen wimmelt es vor Schülern, die alle eifrig ihre Freunde suchen und ihre kurze Pause so gut es geht nutzten. Wo kann sie nur sein? Unter ihnen ist auch Monika, die immer in ihrem Klassenzimmer zu Mittag isst. Allerdings hat sie heute noch etwas anderes geplant. Aus Angst davor, dass Natsuki den Club meiden würde, beschloss Monika, sie in der Mittagspause zu finden und sich mit ihr zu versöhnen. Sehr weise Entscheidung, sehr kluge Entscheidung, Monika. Guck mal, dafür mache ich auch extra ein Foto von dir und halt das mal fest. Ich will einen Screenshot ohne Text haben, das dauert immer eine Weile. Nachdem sie eine ganze Weile gesucht hat, findet Monika sie endlich. Natsuki ist zwar nicht groß, aber mit ihrer auffallenden Haarfarbe sticht sie aus der Menge heraus. Du meine Güte. Monika fühlt sich plötzlich verlegen und traut sich nicht, auf sie zuzugehen. Natsuki plappert aufgeregt mit einer Gruppe von Freunden, die Monika nicht kennt. Es wäre unhöflich, sie einfach zu unterbrechen. Lernen wir die Person jetzt noch kennen? Das ist das erste Mal, dass ein anderer Charakter in irgendeiner Weise auftaucht. Und wenn es jetzt nur bei dieser Silhouette bleibt. Oh ja, bist du jetzt eigentlich in den Literaturclub eingetreten oder nicht? Hä? Natürlich bin ich das. Wieso denn nicht? Habe ich doch gesagt, dass sie da mitmachen wird. Du wusstest doch, dass sie da nur mitmachen würde, weil du nicht aufgehört hast, sie mit dem Anime-Club aufzuziehen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich überhaupt nie in diesen blöden Club eintreten wollte. Ja, sicher. Tja, du solltest mir schon etwas Anerkennung dafür geben, dass ich zumindest versuche, diesen Müll hinter mir zu lassen. Stimmt, ja. Glückwunsch, dass du endlich den Abschluss in der Mittelschule geschafft hast. Natsuki, wir sind stolz auf dich. Halte den Mund und lass mich einfach mein Ding machen. Ich mache ja nur Scherze. Du weißt doch, dass wir dich lieben. Ja, und wenn der Literaturclub dich zu einer berühmten Schriftstellerin gemacht hat, dann werden wir die Ersten sein, die dein Buch kaufen. Was? Du willst ihre anzügliche Fanfiction kaufen? Aber sicher doch, ich will ein signiertes Exemplar. Das ist doch schon Jahre her. Denkst du nicht, dass ich mittlerweile zu alt dafür bin? Ich habe doch gesagt, dass ich nur Scherze mache. Außerdem zeigt das gut, wie weit du seitdem gekommen bist. Und wir wollen erst gar nicht davon reden, dass du das ohne uns nie geschafft hättest. Das gibt uns schon das Recht, dich ein wenig aufzuziehen. Ja, genau.
Sie werden so schnell erwachsen. Mir steigt direkt das Wasser in die Augen. Nazi blickt plötzlich in Monikas Richtung, worauf sich Monika schnell umdreht und wegläuft. Also, was waren das denn? Was waren das denn bitte für Leute? Also, das sind Freunde? Ich weiß, man macht ja so Späße untereinander und zieht sich gegenseitig auf. Aber irgendwas ist doch mal gut, ne? Und bei Natsuki ist doch ersichtlich, dass das gerade nicht so gut ist. Ein bisschen fehl am Platz. Schlimm. Was zur Hölle? Das war schrecklich. Ich hätte etwas zu ihrer Verteidigung sagen müssen. Warum laufe ich nur immer vor Auseinandersetzung weg? Es ist ja nicht so, dass ich es verdient hätte, etwas zu sagen. So wie ich sie behandelt habe, bin ich auch nicht viel besser als die. Ich bin so furchtbar. Ich mache auch nichts richtig. Die selbstzweifelnde Monika ist wieder da. Nach dem Unterrichtsende macht sich eine abgelenkte Monika auf den Weg zum Clubraum. Juri ist bereits dort, wie immer, tief in einem Buch vergraben. Monika wählt einen Platz und lässt sich auf den Stuhl fallen. Etwas, was sie in der letzten Zeit öfters zu tun scheint. Juri, ich glaube nicht, dass ich die Clubpräsidentin sein kann. Ich bin schlecht daran, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht genau nach meinen Vorstellungen laufen. Die selbstzweifelnde und perfektionistische Monika natürlich. Juri schaut von ihrem Buch auf. Der Literaturclub ist ein Ort, wo man sich ausdrücken kann. Es sei denn, du machst das auf eine Art und Weise, die mir nicht gefällt. Ich bin so wütend auf mich selbst. Aber sie erkennt den Fehler und das finde ich super. Also sie ist ja doch noch reflektiert und sie ist jetzt wütend auf sich selbst und das kann ich nachvollziehen. Also sie hat ja was Blödes gemacht, aber daran kann man ja was tun, ne? In dieser Position musst du dich bleiben. Und ich bin ganz besonders wütend, weil ich nicht über genug Selbstreflexion verfügte, um das zu erkennen. So viel zum Thema Reife, aber du hast es doch jetzt erkannt. Wenn es jetzt, wenn du nicht direkt unmittelbar nach der Aktion, nach dem Gesagten so erkannt hast, ja, mein Gott, was soll's. Aber du tust es doch jetzt. Ist doch auch gut. Und jetzt kannst du immer noch Sachen gerade biegen. Auf Natsuki zugehen, so wie du es gerade wolltest und so. Warum nicht? Tut mir leid, ich sollte mich wirklich nicht laut darüber beschweren. Mir geht nur so viel durch den Kopf. Nein. Hm? Ich höre dir gerne zu. Echt? Hm? Warum? Juri zuckt mit den Schultern. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Oh, tja, okay, dann rede ich wohl einfach weiter. Juri mag es wahrscheinlich, sie ist jetzt in Kontakt mit Monika und hat das Gefühl, nicht nutzlos zu sein, denn Monika kann sich bei ihr ausheulen, in Anführungszeichen, kann Probleme von der Seele reden und Juri hört einfach nur zu und das hilft Monika auch und das merkt sie. Ich glaube, das tut ihr auch gut. Wie gesagt, dieser Club, ne, das ist ein Geben und Nehmen und alle profitieren irgendwie voneinander. Voll gut. Juri nickt. Ja, es ist nur, Natsuki hat eine recht unverblümte Art, weißt du? Das gab mir das Gefühl, dass sie den Club nicht ernst nimmt. Mir war ja noch nicht einmal klar, warum sie überhaupt mitmachen wollte. Ich habe beobachtet, wie ihre Freunde in der Mittagspause mit ihr geredet haben. Und sie waren so gemein zu ihr. Sie sagten, dass sie erwachsen werden soll und so. Dass der Literaturclub ihr helfen würde, endlich ihre Mangas hinter sich zu lassen. Es hat mich nur so wütend gemacht, weil... Lass sie doch einfach ihren Spaß damit haben. Warum wollt ihr das wegnehmen? Und als mir das durch den Kopf schoss, wurde mir klar, dass ich irgendwie genau dasselbe machte. Nur andersherum. Ich hätte sie daran bestärken sollen, dass sie eine Sache so sehr liebt. Aber ich habe das einfach nur abgetan. Nein, eigentlich wollte ich überhaupt nichts davon wissen. Ich habe dasselbe sogar mit dir gemacht, Juri, als du damals in den Club eingetreten bist. Das hast du? Ja, ich erinnere mich. Fantasy ist überhaupt nicht mein Ding, daher wollte ich dem keine Bedeutung beimessen. Aber dann mischte sich Sayori in die Unterhaltung ein. Darüber hätte ich besser nachdenken sollen, aber das habe ich nicht, denn ich überließ das stattdessen Sayori. Und jetzt mache ich schon wieder denselben Fehler, nur dass ich dieses Mal wirklich jemand verletzt habe. Monika schüttelt den Kopf. Ich bin es so leid, mich vor Dingen zu fürchten, die mir Unbehagen bereiten. Es ist so dumm. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie viel Freude es Natsuki bereiten würde, wenn ich ihr erlauben würde, ihre Begeisterung ein wenig mit uns zu teilen. Es macht mich so wütend, dass ihre Freunde sie so behandelt haben. Das werde ich denen heimzahlen. Was? Also wenn sowas aus Monikas Mund kommt, ne? Dann existieren die morgen nicht mehr. Heimzahlen? Ja, ich werde es denen heimzahlen, indem ich dafür sorge, dass dies der Literaturclub ist, den Natsuki sich gewünscht hat. Nicht den sie wollte. Okay, man merkt, es sind Paralleluniversen, ne? Die Monika hier, das meint sie, da meint sie eine gute Art von Heimzahlen. Und in einem anderen Spiel, in einem Main-Spiel, da würde sie ganz böse Dinge tun. Aber nochmal, um auf diese Mails zurückzukommen, ich glaube, die bewusste Monika, also das hier in diesen Side-Stories, das ist die geskriptete Monika, die einfach nach einem Programm läuft, die sich nicht ihrer selbst bewusst ist.
Und die in dem Main Game, die in dieser virtuellen Maschine, das ist diese Kontrollsimulation. Oder wie sie das auch immer genannt haben, keine Ahnung. Da ist Monika bewusst und da lassen sie Monika einfach die Dinge tun, die sie für richtig hält. Das glaube ich. Ganz schräg auf jeden Fall. Plötzlich stürmt Sayori hinein, was Monika und Yuri hochschrecken lässt. Mit einem ungewöhnlichen ernsten Gesichtsausdruck läuft sie auf Monikas Tisch zu und setzt sich neben sie. Ich veranstalte eine Intervention. Dazu bin ich als Vizepräsidentin befähigt. Geht es um Natsuki? Ja! Ja, ich weiß schon. Ich habe Mist gebaut. Es tut mir sehr leid. Ich habe mit Yuri darüber geredet. Echt? Ich habe ihre Begeisterung so respektlos abgetan, dass sie sich bedroht und wahrscheinlich einfach überhaupt nicht willkommen gefühlt hat. Eigentlich genau das komplette Gegenteil von dem, was der Literaturclub sein sollte. Ich muss das echt wieder gut machen. Oh, juhu, ich habe es geschafft. Ja, Sayori, Glückwunsch. Vielen Dank für die Intervention, Sayori. Ich bin froh, dass wir am selben Strang ziehen. Und wieder siegt die Freundschaft. Wie willst du es denn wieder gut machen? Ich habe einen Plan. Sayori, weißt du, ob Natsuki heute zum Clubtreffen kommt? Sie ist... Glaube ich nicht, dass... Ich glaube nicht, dass sie das vorhat. Verstehe. Monika hatte genau davor Angst. Nicht vor ihrem Plan, sondern sich den Konsequenzen des versehentlich angerichteten Schadens stellen zu müssen. Aber sie kann das Richtige tun, wenn sie sich der Sache stellt. Es ist so einfach, den Konflikt einfach zu vermeiden und darauf zu warten, dass sich die Lage wieder von selbst beruhigt. Was ist, ne, Spoiler, fast nie tun wird. Will ich schon mal so gesagt haben. Aber das reicht nicht. Um wirklich respektvoll mit den Gefühlen einer Person umzugehen, die man verletzt hat, muss man sich ihr stellen und zugeben, was man falsch gemacht hat. Das bezieht sich nicht auf das Missmanagement des Clubs, sondern auf den fehlenden Respekt für Natsukis Gefühle. Okay, denkst du, dass du sie dazu überreden kannst, morgen zum Treffen zu kommen? Das schaffe ich! Okay, wunderbar. Yuri, du musst dir keine Sorgen machen, aber danke, dass du meine Freundin bist. Du kannst echt toll zuhören. Oh, dieses verlegene Gesicht, aber diesmal mit dem Lächeln. Das sehe ich, glaube ich, jetzt zum ersten Mal. Mit dem Lächeln. Schön. Yuri spielt nervös mit ihren Haaren und wendet sich ab, um ein Lächeln zu verbergen. Tja, heute wird das wohl ein ziemlich ruhiges Clubtreffen. Ich schnappe kurz etwas Luft, wenn das für euch okay ist. Ja, ich werde hier mit Yuri etwas lesen. Hey, ist das eins von Natsukis Büchern? Wieso liegt das hier? Sayori nimmt einen Manga in die Hand, der auf einem Nachbartisch lag. Oh, das? Natsuki hat es vermutlich versehentlich dort liegen lassen. Aber ich dachte, dass sie nicht im Club war. Also eigentlich hat Monika... Okay, Yuri, ich bin mir sicher, dass es dann einfach jemand war, der auch diesen Raum genutzt hat, okay? Monika lächelt beide an. Hat sie etwa einen Manga gelesen? Versucht sie sich in Natsuki so ein bisschen anzunähern? Dann winkt sie zum Abschied und verlässt den Clubraum. Ich hätte das wirklich nicht draußen liegen lassen sollen. Wenn Sayori dahinter kommt, wird sie ganz sicher Natsuki davon erzählen und das könnte echt peinlich werden. Ich frage mich, ob es im Musikraum ein Keyboard gibt, das ich mir borgen kann. Ui, Keyboard? Was hat sie mit dem Keyboard vor? Es ist schon wieder Zeit für das nächste Clubtreffen. Monika und Yuri treffen als Erste ein. Ich mache mir solche Sorgen. Denkst du, dass der Yuri es schafft, Natsuki mitzubringen? Ja. Woher weißt du das? Na, wir reden hier von Sayori. Weißt du hast recht. Die Zeit vergeht wie im Schneckentempo. Monika setzt sich, steht wieder auf, um herumzulaufen und setzt sich dann wieder. Yuris Blick ist auf die Seiten ihres Buches gebannt. Dann öffnet sich endlich die Tür. Sayori stimmt herein. Ihr folgt schlurfend Natsuki, die sich nervös im Raum umschaut. Wir sind da! Willkommen zurück! Monika, die Clubpräsidentin, steht auf und begrüßt sie lächelnd. Sayori wählt einen Tisch aus und setzt sich. Natsuki setzt sich in ihre Nähe. Ein bisschen awkward, aber das wird sich gleich lösen. Monika überkommt ein Gefühl der Nostalgie, als sie von einem Clubmitglied zum anderen schaut. In ihrer Fantasie stand sie der Soundtrack. In ihrer Fantasie stand sie genauso vorne im Clubraum, wobei sie sich nur schwer vorstellen konnte, wer einmal vor ihr sitzen würde. Aber selbst in ihrer kühnsten Vorstellung hätte sie nicht vorhersagen können, wie einzigartig und unterschiedlich jedes Mitglied sein würde. Jede Person mit ihren ganz eigenen Problemen und eigenen Gründen, warum sie sich der Vision verschreiben will, die Monika zugegebenermaßen nur dürftig angepriesen hat. Vertrauen suchen. Verständnis. Respekt. Welche neue Lektion wird der Literaturclub für alle bringen? Monika wird klar, dass ihre Gedanken rasen und atmet tief durch, um zur Gegenwart zurückzukehren.
Ach so, deswegen, daher haben diese Side-Stories auch ihre Namen. Weil jede Geschichte bringt so eine Lektion mit sich. Da lernen die Clubmitglieder, da lernt der Club irgendeine neue Lektion. Diesmal ist es Respekt. Sonst war es Vertrauen und Verständnis. Okay, Leute. Der Literaturclub startet. Wir haben für heute eine Aktivität geplant. Monika dreht sich zur Tafel um. Darauf schreibt sie Mangas in Großbuchstaben. Heute werden wir von einer Expertin mehr über diese einzigartige Literaturform lernen. Mangas. Ach komm schon, ist das nicht etwas gezwungen? Ich weiß doch, dass du das eigentlich gar nicht machen willst. Daher, Monika schüttelt den Kopf. Natsuki, das ist der schwierigste Teil. Nachdem sie es so weit geschafft hat, wäre das Einfachste, einfach zu lächeln und weiterzumachen. Aber das reicht nicht. Nicht dieses Mal. Es tut mir leid. Es war falsch von mir, dich nicht ernst zu nehmen, wo du doch so nett warst, Interesse an meinem Club zu zeigen. Ich habe darüber nachgedacht und mir wurde klar, wie voreingenommen ich gegenüber Mangas war. Es hat dafür gesorgt, dass ich dir keinen Respekt gezeigt habe. Und das tut mir leid. Aber ich denke, dass du es verdienst, deine Begeisterung mit uns teilen zu dürfen. Also kann ich es wieder gut machen? Tja, danke, aber ich weiß, dass du das nur tust, weil Sayori dich darum gebeten hat. Moment mal, das stimmt doch gar nicht. Monika hat das alles ganz allein geplant. Ich hatte ja nicht mal die Chance, mit ihr zu reden. Ich kann das auch bezeugen. Das ist der Literaturclub. Der Literaturclub ist ein Ort, wo sich niemand verstellen muss. Wir alle haben unsere eigenen Interessen und unsere Differenzen. Es ist meine Vision, dass wir das frei zum Ausdruck bringen können. Und es ist mein Ziel, jeden so zu respektieren, wie er ist. Also, ich will einfach nur mehr über die Dinge erfahren, die dich glücklich machen. Ich finde, dass du es, genau wie jeder andere, verdient hast, deine Begeisterung mit den anderen zu teilen. Ist es für dich in Ordnung? Natsuki blickt weg und zögert. Aber sie sind wirklich blöd, die Sachen, auf die ich so stehe. Monika lächelt. Sie kniet sich vor Natsukis Tisch und blickt ihr direkt in die Augen. Wenn du es magst, dann ist es nicht blöd. Oh, ich bin davon ausgenommen. Sayori, du bist auch nicht blöd. Was zur Hölle? Ihr seid echt komisch. Also gut, ich werde euch einige meiner Mangas zeigen. Aber nur weil du schließlich zugegeben hast, dass es doch Literatur ist. Hat sie jetzt eigentlich nicht so, aber... Kann sie ja noch machen. Natsuki steht auf. Oh ja, das hatte ich eher noch nicht gesagt. Aber ich mag das Schreiben auch sehr. Ich bin da so etwas wie ein Profi. Aber ich wollte nicht, dass du mich nur dafür magst. Wow, wirklich? Ich habe dich echt völlig falsch eingeschätzt, Natsuki. Ja, auch egal. Darum geht es heute nicht, oder? Es dreht sich um Mangas. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Oh Mann. Seit Natsukis Rückkehr in den Literaturclub ist eine Woche vergangen. Seitdem laufen die Clubaktivitäten auf Hochtouren. Jedes Clubmitglied stand für einen Tag im Mittelpunkt, um seine Lieblingsliteratur mit den anderen zu teilen. Am Ende eines weiteren Treffens geht Monika auf Natsuki zu. Natsuki, hattest du es eilig, nach Hause zu gehen oder so? Ich? Nicht wirklich, warum? Oh, ich wollte dir nur etwas zeigen, falls du einen Moment Zeit hast. Sicher, worum geht es denn? Es ist nicht hier, kannst du mit mir in den Musikraum kommen? Oh oh. Den Musikraum? Warum? Tja, das wirst du schon sehen. Jetzt hat Monika einen kompletten Soundtrack zu einem Manga kreiert oder so. Boah. Boah, warte mal. Da muss ich jetzt mal... Monika, geh weg. Oh, davon muss ich auch einen Screenshot machen. Der ist ja toll. Hallo, jetzt mach... Danke. Der ist ja toll. Ich kann nicht mehr so gut Noten lesen rechts, aber ich würde gern wissen, was das für ein Song ist. Oder so eine kurze, was das für ein Ausschnitt ist. Vielleicht kann dir ja mal jemand spielen und mir sagen, was das ist. Och, das ist ja toll. Und diese Regenbogen-Dinger, was auch immer das ist an der Wand. Der ist cool. Können wir die Clubtreffen bitte hier machen? Und dieser Patchwork-Teppich, ey. Weißt du, ich habe mich daran erinnert, als nur Sayori und ich Mitglieder im Club waren, hatten wir darüber geredet, welche Vision wir für die Zukunft des Clubs haben. Es war uns sehr wichtig, dass die Leute sich dort ausdrücken könnten. Und sie sagte etwas Seltsames zu mir. Ihrer Meinung nach versuchte ich, den Club zu dem zu machen, was ich in erster Linie für mich selbst brauche. Aber erst seitdem du mit von der Partie bist, habe ich das wirklich verstanden. Du hast mir nämlich viel über mich selbst beigebracht. Dinge, von denen ich zu stur war, sie zuzugeben. Ach komm schon, das meinst du doch nicht ernst. Ich habe doch gar nichts getan. Ich habe nur ein paar Mangas mitgebracht und dann habe ich total übertrieben reagiert, als es nicht nach meinen Vorstellungen ging. So wie Monika. Da sehe ich eine Parallele. Das war echt total blöd von mir, solch eine große Sache daraus zu machen. Nein, ich habe das ehrlich gebraucht. Mir wäre nie klar geworden, dass ich einen Fehler begangen habe, wenn du nicht gesagt hättest, dass es dich verletzt hat. Außerdem zählen deine Gefühle. Sie sind es wert, gehört zu werden, und sie verdienen Respekt. Es ist nur,
manchmal wirklich schwer, diese Gefühle zu haben. Du weißt schon, ich sollte mich ja eigentlich überhaupt nicht dafür interessieren, wie andere Leute denken. Aber wenn du von jedem in deiner Umgebung für deine Art kritisiert wirst, dann wird es echt schwierig, es einfach von sich abklingen zu lassen. Und ich fange an zu glauben, dass ich das Problem bin. Als würde ich nicht genug dafür tun, alle zufriedenzustellen. Stelle ich zu hohe Ansprüche, wenn ich einfach will, dass die Leute mich mögen, ohne dass ich gewisse Sachen über mich verstecken muss? Ich denke nicht. Und da denkst du auch völlig richtig. Ich wünschte nur, dass mich die Leute manchmal für das wertschätzen, wie ich wirklich bin. Während Monika ihr zuhört, erinnert sie sich lebhaft daran, wie Natsukis Freunde sie behandelt haben und wie selbstverständlich sie das taten. Wie lange kämpft sie schon dagegen an und will sich nicht für andere ändern? Ich wünschte, ich wäre so stark wie du, Natsuki. Du bist dir selbst gegenüber so ehrlich. Ich versuche immer, für alle anderen perfekt zu erscheinen. Sobald es auch nur das kleinste Anzeichen von Streitigkeiten gibt, breche ich zusammen. Aber dank dir beginne ich, über diese Dinge nachzudenken. Du hast mich wirklich dazu inspiriert, daran zu arbeiten. Aber ich... Nun, wie gesagt, ich habe doch gar nichts getan. Du warst einfach nur du selbst. Mehr musst du auch nicht tun. Und da gibt es noch etwas. Hm? Monika atmet durch. Die Sache ist, ich habe vielleicht ein wenig in deinen Mangas gelesen. Was? Du? Was zur Hölle? Warum hast du mir nichts davon gesagt? Es tut mir leid, mir war das wohl irgendwie peinlich zuzugeben, nachdem ich dir deswegen so das Leben schwer gemacht habe. Das ist ja unglaublich, ausgerechnet du liest heimlich Mangas, das ist echt witzig. Nun ja, ich habe einen aus reiner Neugier durchgeblättert, aber am Ende habe ich jede Menge von denen tatsächlich gelesen. Schließlich war einer der Charaktere Mitglied in einem Literaturclub. Was für ein Zufall ist das bitte? Ich will den Manga lesen, was ist das für einer? Du hast Parfait Girls gelesen? Gibt's das nicht? Ich muss es gleich googeln. Wow, du hast einen guten Geschmack. Nur ein Band. Und den habe ich auch nur total zufällig ausgewählt. Na dann hast du ein gutes Gespür. Du musst mir erzählen, welche deine Lieblingsstellen sind. Also, ich denke, dass das ein seltsamer Zufall des Schicksals war. Die Hauptfigur ist ja nicht nur Mitglied in einem Literaturclub, sondern spielt auch Klavier. Das ist echt schräg, denn ich wollte immer das Klavier spielen lernen. Sie war die perfekte Person, die ich immer sein wollte, wenn ich nur das getan hätte, was ich wollte, statt immer alles in Frage zu stellen. Monika geht zum Klavier und setzt sich. Oh. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich anderen nur meine beste Seite zeigen sollte. Ja, jetzt habe ich übersprungen. Hilfe. Hallo. Also die Dinge, die Leute beeindrucken oder dafür sorgen, dass sie mich mehr mögen. Aber nachdem du in den Club gekommen bist, wurde mir klar, wie selbstzerstörerisch diese Mentalität ist. Wir haben das Bedürfnis, uns auszudrücken. Daher erzählen wir von unseren Erfahrungen, um so unsere Gefühle mit den anderen zu teilen. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, dir das zu zeigen, denn wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich nie mit dem Spielen angefangen. Hey, die Lorbeeren dafür müssen aber die Parfait Girls kassieren, nicht ich. Nein, naja, vielleicht stimmt es ja, dass die Parfait Girls mich auf den Gedanken gebracht haben. Aber letztendlich warst du es, die mich dazu inspiriert hat, jeden Tag zu üben. Jeden Tag? Denn du gibst mir das Gefühl, dass ich es einfach durchziehen sollte, wenn ich etwas tun will. Ich übe zwar noch nicht sehr lang und ich bin auch noch überhaupt nicht gut darin. Echt überhaupt nicht. Aber ich habe ein Lied für den Club geschrieben und ich habe sehr, sehr hart daran gearbeitet. Es gibt noch keinen Text oder so, aber nun ja. Ich ahne schon welches Lied. Ist das das? Ach schön. Ach schön. Entschuldigung, das musste jetzt sein.
Das ist alles. Das war echt richtig gut. War es das? Ja, machst du Witze? Du spielst schon wie ein Profi. Nicht einmal annähernd. Hat das Lied schon einen Titel? Du sagtest, dass es um den Club geht, also... Ja, es heißt Mein Lied, Deine Weise. Weil jeder bringt etwas ganz Besonderes in den Club. Es läuft alles völlig anders, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Monika benutzt jetzt genau die Sachen, die ich gesagt habe. Du lernst richtig gut. Aber ich war solch eine egozentrische Perfektionistin. Es sollte dabei nicht um mich, sondern um jede einzelne von uns gehen. Und die alle helft dabei, den Club zu dem zu machen, was er ist. Ich würde das nie ändern wollen. Nun, ich finde das sehr aufmerksam von dir. Und irgendwie auch schmeichelhaft. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so viel Wertschätzung gar nicht verdiene. Ich war ja alles andere als geduldig, als ich in den Club eingetreten bin. Das gibt mir das Gefühl, dass ich mich wahrscheinlich auch dafür entschuldigen sollte. Ich hatte von vielen Dingen einfach die Nase voll und war frustriert darüber, dass ich im Club nicht meinen Willen durchsetzen konnte. Also ja, ich wollte es nicht an dir auslassen. Das war echt kindisch von mir. Ich bin extrem stur und wenn du es schaffst, dass ich mich entschuldige, dann machst du etwas richtig. Ist schon gut, ich bin auch darüber hinweg. Damit wären wir jetzt wohl quitt. Aber es ist echt voll lieb, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Es erfordert viel Reife, über diese Dinge nachzudenken. Tja. Nun, ich frag mich, von wem ich das wohl habe. Hm? Oh, ach egal. Naja, auf jeden Fall sind wir quitt, solange ich meine Mangas im Clubraum aufbewahren darf. Du hast schließlich zugegeben, dass es eine Literaturform ist und das kannst du jetzt nicht mehr zurücknehmen. Erwischt, der Schrank gehört ganz dir. Weißt du was? Ich werde morgen eine kleine Überraschung für den Club mitbringen. Ich will mich mit etwas Nettem revanchieren. Cupcakes? Womit denn genau? Oh, du wirst schon sehen, aber du wirst sicher nicht enttäuscht sein. Dum-tudum. Das nächste Clubtreffen hat sich als äußerst genüsslich herausgestellt. Und das war Respekt. Und wir sind damit über die 30 Minuten gekommen. Das ist die erste Doki Doki Folge über 30 Minuten. Mensch, Sadie, einfach mal ein bisschen schneller lesen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir haben noch ein paar Computergrafiken vor uns. Übrigens sind jetzt ein paar dazugekommen, die wir im normalen Let's Play nicht hatten, ne? Eben weil ich ja offscreen unterwegs war und die Gedichte machen musste. Sowas hier zum Beispiel haben wir noch nicht gesehen. Oder das, glaube ich, auch nicht. Das auch nicht, wo Yuri bei uns zu Hause ist. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, ne, das Spiel selber mal runterzuladen. Die Hauptstory gibt's ja kostenlos. Die DLC Plus kostet etwas, aber es lohnt sich, das nochmal runterzuladen und selber den Weg zu bestreiten. Macht auf jeden Fall Spaß. Und dann seht ihr auch die Teile, die wir jetzt hier im Let's Play noch nicht entdeckt haben, gemeinsam. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben 13:12 Uhr. War schön mit euch. Bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Geschichte, nämlich Ausgewogenheit. Wir nähern uns dem Ende. Gut. Bis denne, ne? Schönen Tag noch.